Das Geschichte-Abitur 2018 steht für einige für euch noch an und deswegen gibt es heute meine Tipps für die mündliche Prüfung. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumnotenschnitt kommst. Ich sag's viel zu wenig, ich werde immer von meinen Kumpels geschimpft. Wenn du neu auf dem Video bist oder du meine Videos schaust, aber noch nicht abonniert hast, hol es doch jetzt einfach kurz nach. Was ich aber eigentlich natürlich sagen möchte, ist, dass es heute um die Tipps fürs mündliche Abitur in Geschichte geht. Ich persönlich hatte meine mündlichen Prüfungen ja in Physik und Wirtschaft, also nicht in Geschichte, hatte aber natürlich bis zur 12. Geschichte ganz normal, also hatte auch drei Einbringungen für mein Abitur in Geschichte, habe mir aber zusätzlich nochmal Verstärkung geholt, und zwar habe ich mit Daniel aus meiner alten Jahrgangsstufe gesprochen. Er hat selber 15 Punkte in der mündlichen Prüfung in Geschichte geschafft und hat mir von ihm nochmal seine besten 5 Tipps geben lassen, die ich euch heute zeigen werde, damit ihr die Geschichte mündliche Prüfung richtig rocken werdet. Den ersten wichtigen Tipp, den er mir gegeben hat, den sehe ich sehr, sehr ähnlich. Und zwar eine sehr ausführliche Zusammenfassung zu schreiben. Warum ist eine Zusammenfassung wichtig? Ich habe in meinem viel auswendig lernen in kurzer Zeit Video schon gesagt, dass es sehr wichtig für unseren Kopf ist, vor allem wenn man ein visueller Lerntyp ist, dass man einen mentalen Rahmen hat, in dem man alle Informationen einordnen kann. Und natürlich kannst du einfach mal irgendwas lesen und da was hören und versuchen, dir das alles zu merken. Oder du schaffst im Voraus einfach schon eine gewisse Struktur, eine Zusammenfassung, wo du beispielsweise weißt, okay, das ist das erste Thema, dann kommt das Thema, dann kommt das Thema. Und so ist im Prinzip die Reihenfolge. Und wenn du dann irgendwo was liest, im Buch oder was auch immer, dann kannst du diese Information sofort, diese mentale Struktur reinpacken. Und so ist es für dich viel einfacher, das Ganze zu merken, weil unser Kopf eben einfach in Schubladen denkt. Anschließend solltest du, was glaube ich vor allem in Geschichte wichtig ist, wirklich auch das Buch lesen. Weil du hast jetzt diese Zusammenfassung, die hast du jetzt selber zusammengeschrieben und da hast du im Prinzip die grobe Struktur im Prinzip schon vorgearbeitet. Und jetzt kannst du zusätzlich zu den ganzen relevanten Informationen, die du eben schon in deiner Zusammenfassung für dich selber aufgestellt hast, kannst du jetzt nochmal zusätzlich im Buch nachlesen und wirst so dann einfach noch viele Einzelheiten, viele Details und auch viele Zusammenhänge noch mitbekommen, die du dann eben in deine eigene Struktur reinpacken kannst. Und es ist nicht einfach so, du liest 40 Seiten und versuchst dir irgendwas zu merken, sondern du kannst es sofort in die Bereiche reinpacken, wo es auch dazugehört. Aber du liest viel mehr, als du eigentlich wissen musst. Das bedeutet, du hast im Prinzip, sagen wir mal, fast das Skelett. Du hast durch die Zusammenfassung hast du das Skelett aufgestellt, wo du wirklich alle relevanten Informationen in der chronologisch sinnvollen Reihenfolge hast. Und dann liest du dazu und streust im Prinzip noch ganz, ganz viel Zeug dazu. Da muss nicht alles hängen bleiben, aber es ist einfach schön, wenn du um den Kern, den du unbedingt wissen musst, einfach nur ein paar extra Sachen weißt, weil du damit vor allem in der mündlichen Prüfung immer sehr gut glänzen kannst. Die dritte entscheidende Sache ist dann einfach das Grundwissen. Grundwissen ist auch in Geschichte wichtig, weil natürlich es gibt einfach gewisse Events, die musst du können, wenn da in der mündlichen Prüfung gefragt wird, vergleich doch mal bitte das, was du gerade beschrieben hast, mit dem Versailler Vertrag oder was weiß ich. Dann ist es einfach wichtig, dass du grob weißt, was da passiert ist, weil du sonst einfach gar nicht auf die Frage eingehen kannst. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass du die ganzen Standard-Basic-Sachen drauf hast, damit du zum einen die Sachen, die danach passiert sind, auch besser verstehst, aber eben auch auf bestimmte Fragen einfach gut antworten kannst, indem du da Vergleiche ziehst oder kommentierst oder einen Kontrast darstellst oder einen Zusammenhang. Und das ist einfach total wichtig, dass du das eben auch drauf hast. Und jetzt kommt der vierte Tipp. Und der ist in meinen Augen vor allem für die mündliche Prüfung wichtig und vor allem auch dann, wenn man wirklich in die hohen Punktebereiche möchte. Und zwar ist dieser Tipp, sich wirklich reindenken. Versteh mal die gesamten Zusammenhänge. Daniel hat zu mir gemeint, du kannst eigentlich die Themen nicht als einzelne Themen sehen. Weil natürlich, was ist denn Geschichte? Geschichte ist die Geschichte der Menschheit. Das bedeutet, das ist eine Geschichte. Natürlich hat eine Geschichte Kapitel, aber es ist im Prinzip nie so, dass jetzt ist das und dann ist das komplett fertig und dann fängt einfach was Neues an. Sondern es ist im Prinzip immer ein Prozess. Eine neue Verordnung für ein ganzes Land passiert nicht einfach so, sondern auch da vergehen meistens Monate. Da gibt es verschiedene Parteien. Und dann hat er gemeint, es ist ganz wichtig, dass man sich reindenkt, wirklich auch jede Seite versteht. Warum haben die so gehandelt? Warum haben die so gehandelt? Und speziell, wenn du in Bayern auch einen Schwerpunkt gewählt hast, gerade in den Schwerpunktthemen musst du einfach diese ganzen Sachen richtig gut drauf haben, dass du weißt, die wollten das, das ging für die gar nicht klar, die waren aber total dafür und total gegen das, damit du das wirklich verstehst.
Und das ist dann in meinen Augen auch der Punkt, wo das ganze Lernen mehr Spaß macht. Weil es ist nicht mehr dieses einfach nur auswendig Lernen von irgendwelchen Fakten, sondern du verstehst wirklich, was damals passiert ist, warum die Dinge so passiert sind, wie sie passiert sind. Und so wirst du eine viel größere Lernmotivation haben. Du verstehst im Prinzip, dass du da ja wirklich was darüber lernst, was in unserer Vergangenheit passiert ist. Das ist so spannend eigentlich, weil all das zu dem geführt hat, wie es jetzt aktuell ist. Und das wirklich sich vor Augen zu halten, damit Interesse an die Zusammenhänge heranzugehen, sich in die verschiedenen Parteien reinzusetzen, ist, glaube ich, mega, mega wertvoll. Und mit sowas kannst du dann in der mündlichen Prüfung natürlich auch extrem gut glänzen und so schlussendlich wirklich auch richtig, richtig hohe Punkte bekommen oder wie Daniel eben sogar die 15. Und abschließend kann es immer noch Sinn machen, dass du relevante, aktuelle Themen dir anschaust. Weil natürlich ist es in der Geschichtsprüfung immer eine einfache Aufgabenstellung für den Lehrer. Vergleich das doch jetzt mal mit der Regierung von Donald Trump oder irgend sowas, ja. Deswegen, wenn es ein Thema gibt, wo du weißt, okay, das wird abgefragt und dann passiert aktuell was Ähnliches, würde ich da auf jeden Fall Bescheid wissen, damit du eben auch wieder auf die ganzen Transferaufgaben sehr, sehr gut antworten kannst. Weil natürlich musst du den Stoff drauf haben. Wie gesagt, das machst du schon durch die ersten drei Tipps. Aber wenn du dann in der mündlichen Prüfung glänzen willst, und wenn ich glänzen sage, dann meine ich wirklich glänzen, also wo du wirklich tolle Sachen sagst, wo der Lehrer sich denkt, geil, das habe ich heute noch nicht gehört. Das habe ich noch heute nicht gehört oder auch daran hätte ich noch gar nicht gedacht. Und da ist einfach richtig wichtig, dass du die aktuellen Themen drauf hast, dass du einfach nur ein bisschen Bescheid weißt, was passiert. Und dann, wenn du dann ein bisschen reden kannst, kannst du in der Regel da schon ziemlich gute Sachen sagen, die deine Lehrer definitiv beeindrucken werden. Das waren Daniels und meine Tipps für die mündliche Prüfung fürs Geschichtsabitur 2018. Fettes Danke nochmal an Daniel und ja, haut rein Leute, viel Spaß noch beim Lernen, an die schon frei haben, viel Spaß beim frei haben. Denkt immer dran, ich glaube an euch, wir beide sehen uns im nächsten Video, euer Leo. Used to throw me curveballs in the hallway. Now I go yard, fuck what y'all say. And bitch, I go hard, fucking off day. One way, so I never go the wrong way.